Herzlich willkommen an alle, die schon da sind. Erfahrungsgemäß werden wir noch ein paar mehr in den nächsten Minuten. Das ist auch schön und sehr willkommen. Dieses Gespräch, das haben Sie sicherlich gesehen, als Sie sozusagen reingekommen sind, wird aufgezeichnet. Das heißt aber nicht, dass Sie oder Ihr Name zu sehen sind, sondern es werden nur Marlene Engelhorn und ich zu sehen sein, und wir kommen später noch zu, wie Sie Fragen stellen, aber auch das wird anonymisiert erfolgen. Ich freue mich sehr, dass wir heute Abend mit Marlene Engelhorn eine spannende und wichtige auch Stimme bei uns haben. Und wir machen als Bürgerbewegung Finanzwende öfter mal Webseminare, weil eines unserer Ziele ist, dass wir über Geld, Finanzen und die politischen Fragen, die damit verbunden sind, viel mehr reden müssen und dies auch auf eine Art und Weise tun müssen, wie wir immer mehr Menschen erreichen. Denn diese Fragen sind zentral zu, wie in unserer Gesellschaft gelebt wird und wie Macht in unserer Gesellschaft verteilt ist. Deswegen auch jetzt, während wir noch warten, dass die weiteren Menschen uns zu uns kommen, auch schon der Hinweis auf das nächste Webseminar. Das wird am 30. November stattfinden, 18.30 Uhr wie heute. Und in dem Fall sprechen wir mit Desiree Fixler. Und das ist vielleicht ein Name, der auch vielen von Ihnen bekannt ist. Sie war die Whistleblowerin, die die Missstände bei der Deutsche Bank-Tochter DWS aufgedeckt hat. Insofern, Greenwashing ist oft in den Medien, auch gerade jetzt während den Klimaverhandlungen. Und da bekommen wir dann eine Inside Perspective, also eine Perspektive von einer Person, die persönlich das erlebt hat und eben auch gesagt hat, nein, so kann es nicht sein. Während wir warten, auch noch der Hinweis und die Chance. Wir haben eine gemeinsame Petition, Text Me Now, die Organisation, die Marlene Engelhorn mitgegründet hat, ein Verbund von Vermögenden, die sagen, Moment, es kann nicht sein, dass wir, die es offensichtlich können, ausgerechnet privilegiert werden und nicht so viel Steuern zahlen. Insofern Tax Me Now, das Netzwerk Steuergerechtigkeit, das ist ein Expertinnenverbund in dieser Politikfrage, und die Bürgerbewegung Finanzwende haben gemeinsam eine Petition, und gemeinsam sagen wir, nein, es kann nicht sein, dass, wie gesagt, ausgerechnet die Reichsten in unserer Gesellschaft auch noch Privilegien oft besitzen. Und während wir warten, gerne auch dort dann schon mal unterschreiben, wenn das noch nicht geschehen ist. Was haben wir heute Abend vor? Wie gesagt, ich werde kurz erläutern, wie wir das jetzt hier gleich technisch machen, wie wir es ermöglichen, dass möglichst viele auch zu Wort kommen. Dann haben wir die Chance, von Marlene Engelhorn zu hören. Und dann werden Marlene und ich kurz ein bisschen miteinander diskutieren auf der Basis ihres Buches, das den schönen Namen Geld hat. Und während wir diskutieren, gerne schon die Fragen in den Chat stellen, beziehungsweise in die Box F und A, die unter den Screens zu finden sein müsste, damit wir dann einen ganz glatten Übergang haben zwischen dem Gespräch, was wir führen, und dem Gespräch, was wir dann alle gemeinsam führen, indem ich die Fragen, die Sie haben, mit in die Konversation einbringe. Das ist jetzt nochmal der technische Hinweis. Es gibt, kann immer mal was schiefgehen, auch technisch. Dafür ist der sogenannte Chat da, und der hat so diese drei Punkte als Symbol. Und dann gibt es eben auch noch das Fenster F und A, und das ist Frage und Antwort. In diesem Fall kommen die Antworten dann mündlich, aber die Fragen sollten genau dort reingeschrieben werden. Und dann schauen wir, dass wir möglichst viele davon schaffen zu
integrieren in die Unterhaltung. Wir können das natürlich leider nicht für alle garantieren, aber das ist unser Ziel, dass wir möglichst viele dann da reinbringen und ich diese stelle und wir dann mit Marlene darüber diskutieren. Ja, es freut mich sehr, dass Marlene, dass du heute Abend dabei bist. Wir kennen uns schon ein bisschen länger und du studierst unter anderem Germanistik und ich habe es auch selber erlebt, unter anderem, als wir die Petition, die ich gerade erwähnt habe, gemeinsam geschrieben haben, dass dir Sprache und wie wir sie nutzen ein sehr wichtiges Anliegen ist. Und das spürt man auch in dem Buch, das du geschrieben hast und das Geld heißt. Gleichzeitig ist dir ein Anliegen, dass du Geld hast und damit umgehen musst und das Schweigen, was über dem Geld oft liegt, auch bewusst dich entschieden hast zu brechen. Nicht nur durch das Buch, sondern eben auch durch das in die Öffentlichkeit gehen, durch das öffentliche Ankündigen, dass du dein Erbe im Wesentlichen weggeben wirst und den Mut auch politisch da in Diskussionen zu gehen, die viele andere mit weniger Geld oder mehr oder gleich viel doch oft scheuen. Insofern freuen wir uns sehr, dass du heute bei uns bist. Und ein Punkt, der dein Buch ganz klar macht, ist, dass Geld ein gesellschaftliches Phänomen ist und Geld auch gleich Macht ist und dass das und vor allem die Unwucht, mit der Geld verteilt ist in unserer Gesellschaft, dass das aus deiner Sicht eine ganz große Gefahr für unser Gemeinschaftsgefühl und damit auch für unsere demokratischen Strukturen ist. Und genau deswegen haben wir gedacht, das passt, dass wir uns darüber mal etwas unterhalten. Und ich würde dir jetzt erstmal das Wort geben, uns da ein bisschen einzuführen, in warum du das so siehst und was Geld und die Notwendigkeit darüber zu reden für dich bedeutet und warum dir Steuergerechtigkeit in dem Zusammenhang so wichtig ist. Ja, hallo, schönen Abend an alle unsichtbaren Teilnehmenden. Danke, dass ich da sein darf. Ich bin sehr geehrt, freue mich auch, dass wir sprechen können, Daniel. Genau, Geld und Macht. Also ich finde, die treffendste Möglichkeit zu erkennen, wo das zusammengeht, ist in Wahrheit in dem Begriff Vermögen, weil da steckt schon drin, was vermagst zu tun, welche Möglichkeiten stecken in Geld. Und da geht es jetzt nicht um die Summen, die ich brauche, um mir zu überlegen, okay, kaufe ich jetzt diese oder jene, keine Ahnung, Milch, Kekspackung, weiß der Geier, und diese Art von Möglichkeit der Entscheidung, dieses Vermögens, dieses Potenzial, sondern es geht um den Moment, wo Geld nicht mehr einfach nur die Subsistenz sichert und in seiner Performance dafür sorgt, dass ich mir meine Kleidung und mein Wohnen und mein Essen und meine Mobilität und meine Telekommunikation leisten kann, sondern wo beginnt dieser ideale Weise ein Wohlstand, den ich vielleicht haben kann, das zu kippen in einen Überreichtum, das zu kippen in eine reine Potenzialität, wo es nur noch darum geht, was könnte Geld sein? Wie könnte Geld Einfluss nehmen? Wie kann man Geld nutzen, um dann etwas zu bekommen, dass man sich sozusagen den Prozess der Erarbeitung, besonders von einem politischen Ergebnis, sparen kann, weil man quasi sich das Ergebnis durch Geld mitunter auch als Druckmittel kaufen kann. Geld ist Macht, vor allem, weil wir haben eine wahnsinnig finanzialisierte Welt. Wir können fast alles mit Geld machen. Das Einzige, würde ich behaupten, dass man mit Geld nicht kaufen kann oder bezahlen kann, ist eine ehrliche Beziehung. Das ist immer eine Arbeitsfrage, wie ich mich einbringe in eine Beziehung, wie ich respektvoll und auf Augenhöhe, behutsam und entgegenkommend, so offen, wie ich mich wohlfühle auch, mit einem Menschen interagiere. Das ist etwas, das kann Geld nicht ersetzen. Das muss ich immer selbst machen. Aber ansonsten kann man es fast überall dazwischen schieben, um etwas zu erhalten. Jetzt ist aber unsere finanzialisierte Welt obendrein stark dereguliert, was nicht heißt, dass nationalstaatliches Recht nicht greift, aber das ist wichtig zu beachten, wenn man verstehen will, wie Geld sich bewegt auf der Welt und wie es funktioniert. Und Steuergerechtigkeit ist mit ein Anliegen, weil das genau da hineinschneidet. Man kann jetzt sagen, okay, Steuern, alle müssen Steuern zahlen. Ja, es gibt Steuern, die müssen, also jedermann Steuern, Mehrwertsteuer zum Beispiel, kein Mensch zahlt die nicht. Gleichzeitig aber müssen sie alle fair bezahlen. Was bedeutet das? Wer kann entscheiden, was Gerechtigkeit ist in dem Sinne? In Deutschland zum Beispiel 40 Steuerarten. Die einzigen Ausnahmen
werden bei vermögensbezogenen Steuern gemacht. Und diese Ausnahmen allein jetzt schon in der Erbschaftssteuer kosten ja den deutschen Staat jährlich circa 5,1 Milliarden Euro. Und da geht es dann um so Sachen wie zum Beispiel, wenn man Wohnungen erbt oder so, ja, sagen wir mal, man erbt so drei Wohnungen oder 30, das muss 30 sein, zahlt man seine Erbschaftssteuer, und wenn man ab 300 erbt, dann ist man automatisch gewerbetreibend und zahlt gar keine Erbschaftssteuer drauf. Also solche Absurditäten sind da drinnen. Und da steckt schon drin implizit die Unterstellung, dass manche Menschen mit mehr Zugang zu Vermögen oder Zugang zu größerem Vermögen diese nicht nur halten und horten dürfen, sondern dass die auch die Macht haben zu entscheiden, auf welche Art und Weise sie das machen oder auf welche Art und Weise sie das nutzen. Und bei der Steuergerechtigkeit geht es dann halt nun mal nicht nur darum, dass man Geld in den Staatshaushalt spült, das ist super und das ist wichtig, weil das finanziert die Publike, die öffentliche, Entschuldigung, die öffentliche Infrastruktur, sondern obendrein geht es darum, Vermögen auch bis zu einem gewissen Grad zu beschneiden, nämlich an dem Punkt, wo diese private politische Macht die Demokratie gefährdet und gegen sie arbeitet. Und Geld umzuverteilen durch Steuerpolitik bedeutet auch Macht umzuverteilen und zurückzuverteilen in den öffentlichen Sektor aus den privaten Händen. Und der einzige Grund, warum man das macht, ist, weil wir uns dafür entschieden haben. Nämlich schon als wir gesagt haben, okay, so als wir jetzt nicht vielleicht wie die wir hier sind, aber sowohl in Deutschland als auch in Österreich, wo ich jetzt zu Hause bin zum Beispiel, gilt, dass wir uns als Gesellschaft demokratisch organisieren. Und das bedeutet eine Stimme pro Nase, nicht eine Stimme pro Euro. Und um das umzusetzen, muss man sich auch mit Verteilung beschäftigen. Mit Primärverteilung, aber auch mit Umverteilung durch Steuern, die ja dann wieder die öffentliche Infrastruktur und somit den Wohlstand für alle im weitesten Sinne oder idealerweise sozusagen herstellen. Und wie das alles zusammengeht und was das alles bedeutet, hat unglaublich viele komplexe Verflechtungen. Auf die kann ich so kurz gar nicht eingehen, aber dafür haben wir dann die Fragen auch von allen, die da sind, falls es solche gibt. Und ich glaube, mir ist es besonders ein Anliegen, um wieder diesen Dreh zurückzumachen, Geld und Macht und das Sprechen. Macht ist vor allem eine Verschleierungstechnik, wenn sie jetzt nicht politisch legitimierte demokratische Macht ist, wo eine Person sozusagen suggerieren kann oder eine Partei oder eine Gruppe, dass sie andere dazu bringen kann, etwas zu tun, das die nicht tun wollen, das man selbst auch nicht tun will, aber man kann den anderen sozusagen irgendwie das aufdrücken und entweder die akzeptieren das oder man setzt es mit Gewalt durch. Und der Witz ist aber, wenn man das aufdeckt, diese Macht, wenn man sie bespricht, dann entlarvt sie sich als vielleicht gar nicht so sehr vorhanden und dann kann man in die Gewalt gleiten oder aber man beginnt den respektvollen Prozess auf Augenhöhe auszuhandeln, wer was wirklich übernehmen muss, machen muss oder nicht und warum und was das alles bedeutet. Und mit Geld ist es auch so. Mit Geld kann ich sehr viel durchdrücken, indem ich jemanden zwinge, was zu tun, was er vielleicht nicht tun will. Wenn man aber darüber spricht, dass Geld nicht einen dazu berechtigt, dann spricht man Macht an. Und das sind die Gespräche, die in den hochvermögenden Gruppen, die ich kenne, fehlen. Da habe ich heute wieder so ein Beispiel erlebt. Und die grundsätzlich in der Gesellschaft eine andere Diskursform brauchen. Zumindest mir fehlt sie, dass man öffentlich viel aktiver und vielschichtiger darüber spricht, inwieweit Geld Macht ist und inwieweit es die Zugänge zur Gesellschaft regelt und inwieweit die Verteilungsgerechtigkeit damit verstrickt ist. So, das ist der Schweinsgalopp durch meine Gedanken. Jetzt bin ich gespannt, wie du daraus einen Übergang machst, Daniel. Ja, herzlichen Dank erstmal. Und vielleicht bleiben wir einfach nochmal bei der Frage zwischen Geld, Macht und Gesellschaft. Weil eine Sache, die du auch sagst im Buch, ist, dass Geld und Macht können ja überhaupt nur existieren, weil es Gesellschaft gibt und weil es auch sogar Vertrauen gibt. Weil, und das meinst du, glaube ich, mit, wenn man nachfragt, dann ist es teilweise auch weg. Weil wenn es dieses Vertrauen nicht gäbe, wenn wir nicht alle davon ausgehen würden, dass wir für Geld dann auch das, was wir tauschen wollen, bekommen, dann gäbe es ja zum Beispiel die Geldfunktion, so wie wir sie heute kennen, nicht. Insofern kannst du da noch ein bisschen mehr zu sagen, wie dieses Zusammenspiel zwischen Geld, Macht und Gesellschaft auf der einen Seite so essentiell ist und auf der anderen Seite durch die Ungleichverteilung ebenso undemokratisch. Ja, Geld ist durch nichts gedeckt. Wir haben Fiat-Geld. Fiat ist Latein für es werde. Ja, in der Bibel steht schon, es werde Licht, Fiat Lux. Ja, und wir haben Fiat-Geld, es werde Geld. Keystroke Capitalism ist ein Buch, das sich damit auseinandersetzt. Ehrlicherweise, das habe ich nicht gelesen. Also ich kann es nur so blind empfehlen. Vielleicht kennen es ja manche hier und können was dazu später sagen, wer weiß. Aber im Prinzip ist es so, dass das ist ein Satz, den habe ich von Noah Yuval Harari geklaut. Geld ist die Geschichte, auf die wir uns am besten einigen können weltweit.
gesellschaftsübergreifend. Besser als auf die Frage, gibt es Gott oder gibt es Gott nicht, einigen wir uns auf die Frage, gibt es Geld? Ja, gibt es. Es ist aber nur ein Versprechen. Es ist ein Versprechen, das mir eingelöst wird regelmäßig und das auch damit zusammenhängt, ob man mir zugesteht, dass ich dass ich dieses Versprechen, diese Einlösung des Versprechens wert bin, zum Beispiel in Form von Kreditwürdigkeit. Es ist halt sehr wichtig zu schauen, wer darf das bestimmen, wer darf das entscheiden, wo kommt das her, wie wird das geregelt, woher kommt überhaupt das Geld, wem wird das ausgehändigt. Aber die Ursprungsidee vom Geld, wie es entsteht, da gibt es ja zwei große Theorien. Das eine ist die metallistische Theorie, die sich damit beschäftigt, okay, sagen wir, ich habe Brot und der andere hat Käse und jetzt will ich Käse, aber der will kein Brot und wie kommen wir jetzt ins Geschäft? Jetzt kann ich sagen, okay, wir nehmen ein drittes Mittel, was wir beide irgendwie wollen und das können wir zum Tauschen verwenden. Grundsätzlich funktioniert das aber nur in dieser einen Tauschsituation. Niemand kann mir sagen, dass ich mit diesem gleichen dritten Mittel in einer anderen Tauschsituation das gleiche Ergebnis bekomme. Da wird etwas vergessen, finde ich, in dieser Theorie. Oder zumindest kommt das nicht genug durch für mich. Die chartalistische Theorie dagegen sagt, Geld funktioniert nur in einer Gesellschaft, die sich organisiert und die sich verwalten muss und dafür irgendeine Art von staatlicher Struktur braucht. Das kann auch, das beginnt mit den Stadtstaaten und das entwickelt sich dann aber. Das bedeutet, in Wahrheit, diese gesellschaftlichen Versorgungsbeziehungen werden ausgelagert in ein Versorgungssystem, vor allem von Kauf und Verkauf. Und dafür wird etwas verwendet. Irgendwas, was man sozusagen, was die Hände und die Besitzenden wechseln kann. Und das ist Geld. Und da gibt es eben diese Idee mit dem Wechsel zum Beispiel, dass ich jemandem verspreche, ich zahle dir das, wenn ich es dann habe. Ich habe es halt noch nicht, dann nehme ich eine Schuld auf. Und das war zunächst eine Beziehung zwischen zwei. Aber später hat man gesagt, okay, jetzt nur weil ich dem das jetzt schulde, kann ich das ja auch, der kann das ja übertragen, dann schulde ich es halt dem anderen. Und so geht es immer weiter und dann kann man Institutionen reinziehen, wie Banken zum Beispiel, Geldinstitute aller Art. Und plötzlich wird ein Papier eine Möglichkeit mit Versprechen von, ich zahle es dann oder ich habe es gerade oder ich habe es vielleicht später, zu handeln. Und also handeln im politischen Sinne und eben zu kaufen und zu verkaufen, um eine Versorgung zu gewährleisten. Dass da die Verteilungsfrage natürlich mit der Machtfrage verknüpft ist, ist für mich irgendwie einleuchtend, aber vielleicht auch, weil ich zu viel dafür schon gelesen habe, wo es mir so einleuchtend vorkommt. Aber in meinen Augen, wenn man in der Gesellschaft die Zugänge über Geld regelt, ganz banal, Eintrittskarte kaufen für einen Gang ins Kino. Wer kann sich das leisten? Für wen ist es gemacht? Welche Preise werden da angesetzt? Oder nehmen wir die Oper, wo ganz andere Preise plötzlich sind. Warum? Das wird stark subventioniert vom Staat, vor allem aus den unteren zwei Dritteln in der Vermögensverteilung. Gleichzeitig frischt dort das obere Drittel das eigene kulturelle Kapital auf. Aber 80% dessen, was dort an Geld ist, damit es funktioniert, kommt aus zwei Drittel der Bevölkerung, die gehen in der Mehrheit dort nicht hin, weil sie dort nicht erwünscht sind. Und das macht man durch unterschiedliche Dinge klar, mitunter aber auch durch den Preis. Das heißt, wie Geld funktioniert, wie es vor allem in seiner Tauschmöglichkeit als Beziehungsarbeit unter Menschen, dass man einander verspricht, dass man bestimmte Handlungen untereinander ausführt, wie das funktioniert, das geht nur, wenn es institutionalisiert ist, als öffentliche Ressource, die öffentlich legitimiert ist und öffentlich ausgegeben wird. Man kann nicht auf einen Zettel schreiben, irgendeine Zahl und damit einkaufen gehen. Ich meine, probieren Sie es mal. Aber wird nicht klappen, glaube ich. Und wie das dann verteilt ist, wer diese Beziehungsarbeit machen muss, in Form von Arbeit zum Beispiel, um an die Ressource Geld zu kommen, und wer es einfach bekommt, weil er in die richtige Familie geboren ist, richtige Familie, und dann damit machen kann, was er oder sie will, weil plötzlich alles offen steht, weil es keine Frage mehr ist von, was kann ich, was will ich, was brauche ich, was muss ich, sondern eine Frage wird von, was könnte ich, wenn ich wollte, weil ich könnte, nur weil ich will. Da ändern sich diese Dinge. Und da ist Verteilung ein Riesenthema. Und Steuergerechtigkeit bedeutet ja auch nur, dass eine dritte Instanz diese Verteilung übernimmt, die demokratisch legitimiert ist. Und nicht irgendeine Pappnase wie ich, die draufkommt, ach, das ist meine gönnerhafte Art und Weise, umzuverteilen. Weil das geht nicht. Gleichzeitig habe ich es ganz oft, gerade auch von vermögenden Menschen gehört, naja, aber schau dir an, was der Staat dann oft macht. Und auch das ist ja nicht gerecht. Und wir haben es erlebt, dass irgendwie Staatshilfen am Schluss bei Aktionären auf dem Konto gelandet sind, statt die es am nötigsten haben, wirklich zu erreichen, etc. Und du beschreibst in deinem Buch auch einen Grund, warum das ja so ist. Nämlich, weil die Elite hat die Chance, die Regeln so zu schreiben, dass sie am Schluss immer wieder die Besten sind, weil sie die Regeln so gemacht haben, dass sie diese Regeln am besten beherrschen. Wie kommt man aus diesem Kreislauf raus, dass die Demokratie eben dummerweise auch genauso vermachtet ist
wie das Geld und die Vermögensverteilung. Ja, ich höre den Vorwurf oft, dass der Staat Schindluder treibt. Und gleichzeitig möchte ich aber darauf hinweisen, dass die Privatwirtschaft mindestens so viel Mist baut. Und jetzt ist es nicht die Frage von, wer baut den größeren Mist, sondern es ist eher die Frage, wo kann eine demokratische Bevölkerung und eine demokratische Gesellschaft Einfluss nehmen? Und das geht nun mal beim Staat und nicht bei der Privatwirtschaft. Ich kann nicht hinlaufen zu irgendeinem, keine Ahnung, der Familie Schwarz und ihnen erklären, wie sie Lidl laufen zu lassen haben. Dass ich das nicht okay finde. Also ich habe überhaupt kein Durchgriffsrecht, dass die einzige Möglichkeit ist, vielleicht für die Angestellten dort sich gewerkschaftlich zu organisieren und dann innerhalb des Unternehmens da Machtkämpfe auszufechten. Das ist eine Möglichkeit. Aber im Staat habe ich die Möglichkeit, unterschiedliche Wege zu benutzen, um dort hineinzugehen und zu sagen, was mir nicht passt. Zum Beispiel, indem ich meine Grundrechte auf Versammlungsfreiheit und Meinungsäußerung nutze, Kundgebungen organisiere, Petitionen mitunter, Volksbegehren, weiß der Geier, da gibt es ja die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Das ist oft mühsam, dauert oft lang, ist nicht oft sexy. Ja. Und es ist für viele ein Wunsch, besonders für überreiche Menschen, dann zu sagen, ich löse das auf Knopfdruck, so wie ich mir das vorstelle, weil die nicht aushalten können, das aushandeln zu müssen im demokratischen Prozess. Zumindest habe ich den Eindruck oft. Ich will auch nicht alle pauschalisieren, aber ganz oft so. Gerade aber, wenn es alle angeht, sollten alle mitmachen dürfen. So. Das ist das eine. Und das andere ist, die Zugänge zur Macht, die sind ja leider nicht ganz so demokratisch gelegt, wie sie idealerweise gelegt wären. Und das zeigt sich zum Beispiel darin, dass, also es wurde auch in Studien belegt, dass die Vermögensverteilung einen direkten Einfluss darauf hat, wie man sich demokratisch beteiligt an den Diskursen und auch in der Art und Weise, wie, ob man wählen möchte überhaupt. Nicht nur, ob man wählen geht, sondern auch, dass man dieses Gefühl zu haben, macht es einen Unterschied für mich oder nicht? Und das Gefühl, dass es einen Unterschied macht, ist überproportional vorhanden bei selbsternannten Geldeliten, die sich einbilden, nur weil sie reicher sind als andere, haben sie berechtigterweise mehr Macht als andere. Nicht einfach nur mehr Macht als andere, weil das wäre grundsätzlich ungerecht, sondern berechtigterweise. Das bilden die sich ganz oft auch selbst ein und gestalten ihre eigene Narrative. Jetzt haben die aber obendrein die Ressourcen, um sich die Politik einzukaufen, wenn sie wollen. Das geht über den klassischen Geldkoffer, aber auch einfach, indem man eine Armada an LobbyistInnen regelmäßig hineinschickt, um strategisch zu den eigenen privaten Interessen die VertreterInnen der Regierungen, deren Mitarbeitende und auch ParlamentarierInnen zu beeinflussen. Das muss man sich leisten können. Und Leute, die sich Lobbyismus nicht leisten können, müssen in der Regel auf Aktivismus zurückgreifen. So, da zeigt sich schon im Wort ganz viel. Und wer hat den Zugang zur Teppichetage und wer muss auf die Straße? Und dann das nächste, die Medien. Wem gehören die großen Medienhäuser, die großen Verlagshäuser? In wessen Interesse ist das? Diese Dinge fließen hinein, nicht unbedingt mit einer bösen Agenda oder einem Masterplan und weiß der Kuckuck, sondern sie sind ganz natürliche Reproduktionen der eigenen Selbstverständlichkeit. Wenn man jetzt aber überreich ist und mit Klassenprivilegien ausgestattet ist wie ich, dann läuft man mit solchen Scheuklappen durch die Welt und betrachtet alles durch diese Art von eingeschränkter Vision. Man kann gar nicht im Sinne aller Hand, es ist unmöglich, sich dann aber einen privilegierten Zugang zu den demokratischen Entscheidungsstrukturen zu basteln, sei es eben über die Medien und die öffentliche Meinung und das, was im öffentlichen Raum regelmäßig wiedergekäut wird. Sei es eben durch diese Lobbyismus-Interventionen, die Lobby des großen Geldes oder auch durch die Wirtschaft. Ganz einfach, weil man der Boss des Unternehmens ist, gestaltet man de facto Wirtschaft mit. Solche Sachen über Eigentumsverhältnisse also. Nur weil man das hat, ist man nicht berechtigterweise dazu berufen, das zu machen. Das schlägt sich nieder in der Art, wie entschieden wird. Und das zeigt sich auch in Aussagen von einer ehemaligen Bundeskanzlerin Merkel, die so Sachen sagt wie, die Demokratie muss mehr marktkonformer werden. Dabei müsste es umgekehrt sein. Die Märkte haben gefälligst demokratisch zu werden. Oder die sagt, ja, gebt es mir noch zwei Greta Thunbergs und ich kann euch zeigen, wie man Klimapolitik macht. Es ist ihre Aufgabe. Es ist nicht die Aufgabe von KlimaaktivistInnen, ihr den Druck zur Verfügung zu stellen, dass sie handeln kann. Nicht, dass das nicht wichtig wäre. Aber allein das oder zu sagen, ach, deine eingeschweißte Biogurke rettet die Welt. Und den Konsumenten sozusagen zu zwingen oder die Konsumentin, die eigenen Entscheidungen so auf Biegen und Brechen zu überprüfen, dass jedes einzelne Mal es ein Gewissensbiss ist, wie man einkauft. Dabei ist es die Aufgabe der Supermarktketten und großen Unternehmen, die Lieferketten einzuhalten, gescheite Produkte auf den Markt zu bringen, ausschließlich in Produkte, die in irgendeiner Form integer produziert werden und den Standards entsprechen und nicht irgendeinen Mist uns drauf zu schütten die ganze Zeit. So. Und das alles, das fließt immer mit Geld mit. Immer. Das sind diese ganzen Komplexitäten fließen hinein. Und in der Verteilung zeigt sich halt dann auch, wer die großen Geldtöpfe zur Verfügung hat, kann sie ausschütten dort, wo die eigenen privaten Interessen liegen. Und das beeinflusst schlussendlich die Entscheidungsfindung in der Demokratie.
Das heißt nicht, dass es immer so ist. Das heißt nicht, dass es unumkehrbar ist. Das sind Privilegien, die man wegnehmen kann wieder, weil Privilegien sind Vorrechte und Vorrechte sind per Definition Unrecht, weil sie einen, den Gleichheitsgrundsatz verletzen. Sonst wären sie ja Grundrechte oder Rechte einfach nur. Und das muss man nicht so haben. Das kann man auch anders machen. Aber dafür muss man es definieren, besprechen, problematisieren und dann eben schrittweise zurückbauen. Ja, und das freut mich, dass wir heute einen ganz kleinen Teil von genau diesem, wir müssen diese Gespräche führen, auch machen können gemeinsam. Und in der Tat ist ein Weg, wie so die Macht verklausuliert wird, und das beschreibst du auch im Buch, ist natürlich auch Sprache. Und das ist natürlich auch etwas, was wir als Finanzwende regelmäßig in der Finanzwelt erleben. Versicherungen, die bewusst ins Kleingedruckte Dinge schreiben, die Menschen nicht verstehen und die aber dann später große Konsequenzen haben und Schlimmeres. Das erleben viele und das haben wahrscheinlich alle, die hier zuhören, in irgendeiner Form schon mal erlebt, dass sie etwas nicht verstanden haben und sich irgendwie ausgeschlossen fühlten, aber trotzdem mit dieser Finanzwelt ja interagieren müssen. Und auch du, eine Person mit Geld, also insofern, dir macht das ja dann logischerweise nicht die Angst, die es vielleicht anderen Menschen macht, die dann das nicht verstehen und dann auch Sorge haben, oh Gott, kann ich dann überhaupt das noch bezahlen und so. Aber auch du beschreibst, dass du am Anfang, als du mit Finanzberaterinnen zu tun hast, kein Wort verstanden hast und dich da sehr ausgeschlossen fühlen kannst, ganz gefühlt hast. Kannst du uns da noch ein bisschen was zu erzählen und vielleicht ein Beispiel geben? Ja, gern. Das ist ein Riesenthema. Es ist ein ordentlicher Jargon, der da über mich gestülpt wurde. Und also ich bin dann auch nicht besonders geschickt. Ich war dann auch recht forsch und habe einfach mal, das war eine Gruppe dreier alter weißer Männer, die ich da in einen Raum gezwungen habe. Dann habe ich ihnen das Du aufgezwungen, um das Machtgefälle zu reduzieren. Habe das auch entsprechend kommentiert, damit sie wissen, es geht nicht nur darum, nur respektlos zu sein, sondern obendrein zu sagen, es kann nicht sein, dass wir uns so unterhalten, dass ich mir jetzt von euch die Welt dauernd erklären lassen muss. Und ich war so, wenn ich jetzt etwas von euch höre, dann muss ich das verstehen, weil schlussendlich geht es darum, dass diese Finanzberatung ja eine Servicedienstleistung für mich ist. Ich muss nicht hier reinkommen und für euch alles schon verstehen können und dann brav Ja und Amen sagen, sondern ihr müsst es mir so liefern, dass ich es verstehen kann. Und ein Beispiel für diesen Jargon, das mir spontan einfällt, ist halt auch die Ausschüttung, also das Geld, das dieses Vermögen, das auf mich zukommt, sozusagen, wurde bezeichnet als Liquiditätsevent. Also wenn ich jetzt rumlaufe und von Liquiditätsevents spreche, vielleicht denkt man an das Frühshoppen oder so, oder an eine kaputte Waschmaschine, wo dann plötzlich das Badezimmer unter Wasser steht. Aber ich glaube, die allererste Assoziation ist jetzt nicht, dass Multimillionensummen am Konto landen. Und allein, dass es so eine Verklausulierung von ganz simplen Ereignissen gibt, deutet ja darauf hin, okay, manchmal braucht man eine Fachsprache, um innerhalb eines Faches präzise zu werden, aber das bedeutet nicht, dass man diese Fachsprache auf alle Leute kippen muss und das bedeutet nicht, dass man es nicht einfach auch sagen kann. Und das ist ein Thema, weil es Ausschlusskriterien sind in Wahrheit. Also jemanden den Zugang über Sprache vor allem nicht zu gewähren. Weil wenn man es selber verstanden hat, kann man es auch einfach sagen. Spricht ja nichts dagegen. Bricht einem ja keinen Zacken aus der Krone. Aber wenn man das nicht tut, dann mitunter auch, weil das Expertise suggeriert. Das ist eine fancy Art zu sagen, es lässt einen schlauer ausschauen, als man vielleicht ist. Weil plötzlich, wenn etwas einfach gesagt wird, dann klingt es auch nicht mehr so super fancy. Und es sorgt auch dafür, dass das Machtgefälle auch innerhalb der Beratungsstruktur, bei Finanzberatung von hochvermögenden Familien gar nicht so selten, dass die BeraterInnen sich auskennen und die Familien nicht. Also nicht alle, aber nicht immer, aber das passiert trotzdem nicht so selten. Und dann die FinanzberaterInnen sozusagen diese Familie quasi steuern können darüber, weil sie das Geld steuern, weil sie sich auskennen. Und die Familie macht, ja, aha, Und niemand will sich die Blöße geben, es nicht zu verstehen. Und das sind Beziehungsdynamiken zwischen Menschen, die man nicht vernachlässigen sollte und nicht unterschätzen sollte, wie die wirken. Genau. Herzlichen Dank. Wir sind so etwa bei der Halbzeit angekommen und ich würde jetzt sehr gerne anfangen, Fragen aus dem Publikum zu integrieren in dieses Gespräch. Nochmal der Hinweis, auch für die, die vielleicht noch dazugekommen sind, seit dem Anfang, die Fragen bitte in das F und A Fenster. Wir benutzen es nicht zum A, also nicht zum Antworten, aber da eben die Fragen rein.
Und die werde ich dann integrieren in unsere Unterhaltung. Das ist das Ziel. Und ich gucke mal schon mal gerade, ob halt das, ob es eine erste gibt. Es gibt eine Frage, die ich jetzt mal kurz zusammenfasse in dem, ja, sobald man von Vermögensbesteuerung redet, dann kommt sofort der Hinweis, dass das ja unglaublich kompliziert sei. Wie will man das genau überhaupt machen, erheben? Weil es sind ja nicht nur Einkommen und Geld, was auf der Bank liegt, sondern dann eben auch noch Vermögensanteile, Immobilien, Kunstgegenstände etc. etc. Hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht, wie du darauf antwortest? Ja, das ist eine Nebelkerze. Erstens, Vermögen wurde ja schon besteuert. Also man weiß eh, wie es geht. So, das mal grundsätzlich. Zweitens, in Österreich ist sie zwar abgeschafft, aber in Deutschland zum Beispiel ist die Vermögensteuer ja nur ausgesetzt. Das heißt, das ist recht einfach, die wieder aktiv zu haben. Das nächste ist, Kunstgegenstände oder das heißt Oldtimer-Sammlungen und so weiter, das wird in der Regel ausgenommen. Darum geht es nicht, sondern es geht um Vermögenswerte wie eben. Was hat man an Finanzvermögen zur Verfügung? Und Finanzprodukte zum Beispiel, da sie ja auch gehandelt werden, haben in der Regel einen gängigen, gerade aktuellen Wert. Und das kann man erfassen. Und man kann es erfassen, wenn man am Finanzmarkt spekulieren will. Und dann plötzlich wieder Vermögenssteuer soll es nicht möglich sein. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also wir schicken die Leute auf den Mond, aber wir kriegen die Vermögenssteuer nicht gebacken. Na kommt. Das ist eine Rechenaufgabe. Natürlich geht das. Also ich würde diese Debatte immer gerne runterbrechen auf das, worum es wirklich dahinter geht. Weil wenn man eine Komplexität suggeriert, heißt das ja nicht, dass das nicht heißt, dass man es nicht doch auch schaffen könnte. Weil sagen wir, es ist schwierig, heißt ja nicht, dass man es nicht hinkriegt. Heißt ja nicht, dass man sich nicht die Mühe geben kann. Und wenn man obendrein in die Geschichte guckt, sieht man offensichtlich, ist das etwas, was jahrzehntelang, jahrhundertelang funktioniert hat. Das ist tatsächlich die traditionelle Besteuerungsart, Vermögen zu besteuern. Und eine recht moderne Idee, Einkommen zu besteuern. Diese Idee ist nämlich keine 200 Jahre alt. So, so viel dazu. Aber ja, das kommt oft auf, das stimmt. Herzlichen Dank. Die Fragen fangen jetzt an zu sprudeln. Das ist schön. Immer her damit. Und es bildet sich jetzt so ein Cluster, das möchte noch mehr hören über die Vermögendeninitiative Tax Me Now. Und zum Beispiel wurde gefragt, ob du etwas über die Gründungsgeschichte erzählen kannst. Wie habt ihr euch zusammengefunden? Ja. Tatsächlich ist das entstanden im Rahmen der Bewegungsstiftung. Und zwar im Februar 2021 hatte die Bewegungsstiftung, für die, die vielleicht nicht wissen, dass die Bewegungsstiftung ist eine Stiftung in Deutschland, die vor allem auch politische Bewegungen fördert und Graswurzelgruppen und so weiter. Und das nach einem möglichst partizipativen Fördermodell versucht zu machen. Es gibt eine Website, dort könnt ihr euch gerne informieren. Und die hatten für die Strategiewerkstatt eine AG Steuergerechtigkeit vorbereitet für die StifterInnen. Und ich habe damals ja, also ich würde sagen, Freundinnen gehabt und Freunde, die waren dort und die haben gesagt, die würden dahin und dann dachte ich, ich möchte auch. Und dann bin ich Stifterin geworden, um in diese AG Steuergerechtigkeit reinzukommen. Und dort waren einige Vermögende, die sich ernsthaft Gedanken dazu machen wollten und nicht nur in einem kleinen Seminar von was 2 Stunden, sondern wir haben einander regelmäßig getroffen dann immer wieder und haben das debattiert und überlegt, was man machen kann als Vermögende in dieser Debatte. Und dann wurde an dem Appell gebastelt und gefeilt und der Entschluss ist entstanden, den auch zu launchen, also offiziell über ein Leitmedium. In dem Fall war es dann die Süddeutsche Zeitung, die das aufgegriffen hat. Und dann haben wir im Juni 2021, also so 4 Monate später, die Initiative Tax Me Now genannt und offiziell ins Leben gerufen mit unserem Appell und mit einer Webseite und mit der Tatsache, also mit der Bereitschaft, Öffentlichkeitsarbeit dazu zu übernehmen. Und seitdem nutzen wir den sehr privilegierten Zugang zu Leitmedien, weil man hört den Menschen, die bei Tax Me Now öffentlich sprechen, ja auch, also und auch mir, was das betrifft, nur zu, weil wir 2 Dinge in Personalunion bringen. Einmal sind wir reich oder überreich oder sehr, sehr vermögend oder auf jeden Fall haben wir viel zu viel. Und gleichzeitig sprechen wir uns für Steuergerechtigkeit aus. Und das scheint in der öffentlichen Wahrnehmung diesen Aha-Effekt zu haben. Deswegen bekommen wir ein Übermaß an Aufmerksamkeit, was gleichzeitig, muss man fairerweise sagen, anderen Organisationen die Aufmerksamkeit mitunter auch nimmt. Deswegen ist es sozusagen ein Anliegen, uns solidarisch an die Seite derer zu stellen, die diese Arbeit schon jahrzehntelang machen.
oder jahrelang machen. Mitunter ein Grund, warum wir sehr dankbar dafür sind, in einem Bündnis sein zu können, eben mit der Finanzwende, aber auch mit dem Netzwerk Steuergerechtigkeit, weil auch dort ja die Expertise ist schlussendlich. Wir sind keine ExpertInnen für Steuern. Und dann ist das ein, ich finde, sehr schöner Austausch. Und seitdem bearbeiten wir das Thema in den Medien in der Hoffnung, dass es nicht mehr nicht besprochen werden kann. Und idealerweise geht es dann weg von der Frage, ob Vermögen in den unterschiedlichsten Arten zu besteuern ist, nämlich nicht nur auf Vermögen selbst, sondern auch auf Erbschaften, Schenkungen, Kapitalertragssteuer gehört anders aufgestellt, Finanztransaktionen ganz generell oder Übertragungen halt ganz generell, Steuerbehörden ausstatten und. Sondern dass man reinkippt ins, wie machen wir es jetzt? Und das ist ein demokratischer Diskurs. Das kann nicht von oben entschieden werden. Das muss öffentlich, transparent und sehr, sehr vielschichtig diskutiert werden, damit man dann zu einem Steuermodell kommt, das auch wirklich Sinn hat für die gesamte Gesellschaft. Und nicht nur, dass man sagt, okay, und wie wollen die Vermögen denn jetzt ihre Vermögenssteuer? Weil das ist auch wieder ein Machtmissbrauch in Wahrheit. Deswegen bieten wir auch kein konkretes Modell an, sondern sind etwas schwammig und haben zwar klare Forderungen, aber keine konkreten. Und wollen auf jeden Fall diesen Diskurs bearbeiten, sofern das noch, dass das auch Sinn hat. Ja, danke. Und ich kann als eine der Kooperationspartner sozusagen nur sagen, dass eine wirkliche Sache, die Tatsache, dass Textminau jetzt öffentlich die Stimme erhebt, geändert hat, ist, dass das Thema Umverteilung oder Machtverteilung, was die mit Geld zu tun hat in unserer Gesellschaft, nicht mehr als, ach, das ist doch eine Neiddebatte, weggedrückt werden kann. Das haben, glaube ich, alle von uns, die da inhaltlich schon lange dran arbeiten, immer wieder erlebt, dass wir diese Antwort als Totschlagargument entgegengeschleudert bekommen haben. Und da ist es unglaublich cool, wenn man dann sagen kann, ja, dann reden Sie doch mit Marlene hier. Die ist auf jeden Fall auf niemanden neidisch, schon gar nicht wegen irgendwelchen Geldsummen auf irgendwelchen Konten. Du hast einige Fragen sozusagen indirekt schon mit beantwortet. Also zum Beispiel wurde gefragt, was konkret das Erbschaftssteuermodell wäre. Und du hast schon erklärt, dass ihr das nicht als euer Job seht, da einen konkreten Prozentsatz oder ein konkretes Modell zu nennen. Aber es wird auch nach der Kooperation mit Ich bin Armutsbetroffene gefragt. Vielleicht möchtest du da noch zusätzlich ein bisschen was zu sagen. Ja, das ist eine ganz besondere Bewegung. Die Bewegung Ich bin armutsbetroffen, die auch maßgeblich gestützt wird von der One Worry Less Foundation, eine Stiftung, die sich seit 2018 und am Anfang unter eine Sorge weniger beschäftigt, damit dass diese Menschen, die arm sind und von Armut betroffen sind, dass sie sich politisch organisieren können, mobilisieren, dieses Selbstbewusstsein fassen und für sich selbst eintreten und einstehen. Ich habe den größten Respekt davor, dass diese Menschen das machen. Also ich war auch schwer beeindruckt. Am 15. Oktober war eine Kundgebung in Berlin. Da waren 200 ArmutsaktivistInnen und haben für sich selbst und ihre Rechte eingestanden, sind für sich selbst und ihre Rechte eingestanden und haben dafür gekämpft. Und da wurden wir angefragt von Taxminau, ob wir eine Solidaritätsbekundung, ein Video machen würden. Da waren wir sehr stolz und das haben wir sehr gerne gemacht. Und ich persönlich bin auch in Kontakt getreten mit den Menschen, die da organisieren, mit unterschiedlichsten Menschen, die dort organisieren. Und da habe ich mich ausgetauscht, was vielleicht auch Sinn hat, was nicht so viel Sinn hat, damit auch nicht der Eindruck entsteht, was ganz, ganz wichtig ist, nämlich, dass Taxminau die in irgendeiner Form gönnerhaft unterstützt, sondern die stehen für sich selbst, die arbeiten für sich selbst. Und das war eine Kooperation, auf die wir stolz sind und hoffentlich ist es nicht die letzte gewesen. Weil diese Menschen werden strukturell in der Regel nicht gehört. Mein privilegierter Zugang zu den Medien ist immer auch, wenn ich irgendwo sitze auf einem Podium, dass dort nicht ein anderer Mensch sitzt, der vielleicht einfach gar kein Vermögen hat und die genau gleichen Forderungen stellen kann. Und die sind ja genau gleich berechtigt. Der eigene Vermögensstand berechtigt eine Forderung nicht mehr oder weniger. Aber die werden nicht eingeladen. Diese Menschen werden nicht eingeladen. Es wird über sie gesprochen. Allein, dass ich jetzt über sie sprechen darf, ohne dass ich irgendeinen Zugang hätte zu den Erfahrungen, die da hineinspielen, sehr schwierig. Aber ich habe großen Respekt vor dem, was die tun. Das habe ich, glaube ich, klar gemacht. Und ich würde alle herzlich einladen, sich das anzuschauen und sich solidarisch zu zeigen mit dieser Bewegung, weil wie eine Gesellschaft die Menschen behandelt und betrachtet und mit ihnen umgeht und welche Aufmerksamkeit ihnen geschenkt wird, die wir strukturell, und da sind wir alle eingeschlossen, weil wir in diesen Strukturen einfach drinnen sind, mitunter gefangen halten in ganz bestimmten
Geldverteilungsverhältnissen, um es jetzt mal sehr verballhornt zu sagen. Wie wir mit diesen Menschen umgehen, das sagt sehr viel über unsere Gesellschaft aus. Dass wir zulassen, dass es Menschen gibt, die diesen Winter nicht wissen werden, ob Essen oder Energie oder beides sich irgendwie ausgehen. Wenn wir gleichzeitig wissen, dass so ein Überreichtum in der Gesellschaft vorhanden ist, dass sogar bei einem Modell wie letztes Jahr im Wahlkampf von der SPD, wo ab einem Freibetrag von 1 oder 2 Millionen, das ist ja fast schon wurscht, weil es hätte nur laut DIW 21.000 Haushalte in Deutschland betroffen, ja, eine einprozentige Vermögenssteuer hätte ja schon 15 bis 25 Milliarden gebracht. Unglaublich viel Geld. Gleichzeitig sind 13,8 Millionen Menschen in Deutschland von Armut betroffen. Also, und dass man gleichzeitig eben dieses Vermögen nicht abschöpft, um dafür zu sagen, dass es allen gut geht aus Prinzip. Das sagt viel über uns aus. Und wenn dann diese Bewegung startet und einen Mut fasst, der ohnegleichen ist, dann gehört das unterstützt, um auch zu zeigen, wie wichtig es ist, dass wir einander als Menschen wahrnehmen und einander die Möglichkeit geben, für uns selbst zu sprechen. Nicht irgendwelche Leute am Podium sprechen für arme Menschen. Arme Menschen dürfen auf die Podien und selbst sprechen. Die haben genauso gute politische Analysen wie alle anderen auch. Genau. Danke dir. Und die sozusagen fast schon so ein bisschen die Gegenfrage, die aufkommt, ist, wie reagieren denn die Vermögenden in deinem Umfeld auf dieses Engagement deinerseits? Und welche Reaktionen gibt es da? Und ist es auch schon gelungen, andere zu inspirieren, sich vielleicht anzuschließen und es euch nachzutun? Ich lebe ja in einer Blase wie die allermeisten Menschen, die ich kenne, und der Rückhalt ist sehr groß und positiv. Und tatsächlich hat es schon einige Menschen gegeben, die sind zu Tax Millionaire gekommen und gesagt, sie haben das und das gelesen, wo entweder ich oder aber auch Antonis Schwarz oder Stefanie Bremer oder Ralf Suikert, als er noch aktiv war, oder auch Peter Rehse, die wir in der Pressearbeit aktiv waren, wo wir etwas gesagt haben und dem sich gedacht, ach, guck an, es gibt eine Gruppe, wo man sich melden kann und wo man sich aktiv zeigen kann. Und ich glaube, es gibt sehr viel mehr schweigende Zustimmung, als man weiß, weil wenn die schweigen, weiß man es ja nicht. Aber ja, durchwegs positiv, soweit ich das sehen kann. Und ja, hier und da natürlich gibt es Kritik und ich werde zu Streitgesprächen eingeladen, wo sich dann halt zwei Positionen vor einer Journalistin oder einem Journalisten ein bisschen beflegeln, damit danach ein fetziges Interview dabei rausspringt. Juhu. Ich glaube, es ist weniger wichtig, ob überreiche Menschen und vermögende Menschen Vermögenssteuern super cool finden. Es ist wichtiger, dass der demokratische Diskurs gesteuert, also nicht gesteuert, sondern zu steuern, angetrieben wird und dass der richtig, richtig sich anfacht und dass man merkt, die wahre Gruppe, um die es geht, das sind schon die 90% der Bevölkerung, nicht die reichsten 10. Die kriegen eh immer, was sie wollen, in der Regel aus der Politik, weil sie ja mitunter sehr maßgeblich mit beeinflussen können. Und dass wir uns auch solidarisch an die Seite stellen, in Wahrheit an, wenn man die letzten Erhebungen sich anschaut, 2 Drittel der deutschen Bevölkerung, aber auch in Österreich, sind in der Regel für eine Besteuerung von Vermögen. Das ist die viel wichtigere Zustimmung als die von irgendwelchen Vermögenden, ob die jetzt bereit sind zu teilen oder nicht. Wenn man es denen überlässt, offensichtlich sieht man ja, was passiert. Da sind wir, glaube ich, genau, aber auch bei so einem anderen Cluster von Fragen, was hier hochkommt, weil in der Tat, wie du sagst, die Unterstützung für höhere Steuergerechtigkeit in der Bevölkerung ist extrem hoch. Die Wahrnehmung davon ist aber nicht so. Also hier gibt es viele Fragen, die sagen, wieso ist die Gesellschaft nicht mehr motiviert? Und ich glaube, da sind wir wieder beim Thema Lobbyismus und Lobby des großen Geldes. Und ich frage mich, also ich habe hier eine Frage, die sozusagen im Endeffekt sagt, wie man damit umgeht, dass Geld gleich Macht eben oft auch bedeutet, dass delegierte Macht, also Lobbyisten, in Wirklichkeit die sind, die die Politik treiben und im Endeffekt die Interessen der Vermögenden befördern. Wie siehst du das und wie setzt dich TaxMeNow auch genau mit diesem Thema auseinander? Ja, es ist ein wichtiges Thema und das, was mir dazu spontan sofort hochkommt, ist die Transparenzfrage und die kann man einfordern. Ich meine, Deutschland ist Österreich da eh voraus. Bei uns zum Beispiel in Österreich, kleine Exkurs in unsere Wahldemokratie. Wir wurden ja runtergestuft im Demokratie-Ranking von einer freien Demokratie in eine Wahldemokratie. Da gibt es auch keine Übertragungen zum Beispiel von U-Ausschüssen. Also eine intransparente Art und Weise, wie das Parlament arbeitet. Ist das in Wahrheit? Und da gibt es keinen Grund dafür, weil ein Parlament ist ja von der Bevölkerung gewählt und dem
sollte es Rechenschaft abgeben. Also Transparenz kann man nutzen, um das einzuführen. Zum Beispiel in Deutschland gibt es ein Transparenzregister. Taxminar ist auch eingetragen im Transparenzregister, weil wenn wir zum Beispiel die Möglichkeit haben, sagen wir eine Person von Taxminar, die ist Mitglied bei Taxminar, oder? Das ist ja ein Verein, trifft bei einer Veranstaltung eine Person, die zum Beispiel Mitglied eines Parlaments ist, einer Landes- oder einer Bundesregierung oder eine mitarbeitende Person dieser Menschen. Dann würde eine Person von uns sich ausweisen als, ich bin von Taxminar, ich werde mit Ihnen über Steuergerechtigkeit sprechen, dass es transparent gemacht wird. Wir akzeptieren keine Hinterzimmereinladungen, das ist nicht unsere Art. Das ist auch grundsätzlich nicht in Ordnung, weil Politik nicht übers Hinterzimmer gemacht gehört, finde ich, und das ist die Haltung, die Taxminar hat. Aber diese Dinge, nur weil sie momentan so sind, dass es eben einen Habitus gibt, eine Art und Weise zu handeln, was jetzt zum Beispiel eben die Delegation von Macht angeht, durch Lobbyismus. Nur weil es das gibt, heißt das nicht, dass es so bleiben muss und dass es immer schon so war. Sondern im Gegenteil, indem man die sehr mühsame, das will ich nicht außer Frage stellen, Arbeit der politischen Mobilisierung und Aktivierung, wenn man diese Arbeit macht, dann kann man einfordern, dass es eine andere Selbstverständlichkeit gibt, dass die Gesetze sich ändern. Diese demokratischen Mittel sind nicht immer die angenehmsten, die Es ist kein Service, die Demokratie ist kein Service. Sie ist nicht bequem, sie ist mühsam, sie ist eine Hausaufgabe, sie verlangt Sitzfleisch, sie verlangt Geduld, sie verlangt den langen Atem und alles, was dazugehört. Und gute Freunde, die einen aufpäppeln, wenn man sich denkt, oh Gott, die Welt geht zugrunde. Aber es ist möglich, das zu ändern. Und das ist das Gute an der Demokratie. Und das zu nutzen und daran zu glauben, sich dabei nicht völlig zu verrennen und das allein zu machen, sondern eben mit anderen gemeinsam. Deswegen heißt es ja auch Bürgerbewegung Finanzwende zum Beispiel. Oder Taxminar wollte ein Verein sein, weil wir Mitglieder wollten, wollten es gemeinsam machen. Und man kann zeigen, es geht anders und wir machen es anders. Und ich glaube fest daran, dass man dann auch die Möglichkeit erwirken kann, da was zu ändern. Weil wir haben ja schon sehr viel erreicht, auch wenn man so überlegt, wie sich die politische Situation über die Jahrzehnte und Jahrhunderte mitunter entwickelt hat. Wir haben vorhin schon mal von der Sprache gesprochen und auch die Sprache der Lobbyisten ist oft eine sehr effektive, weil sie nämlich Mythen in die Gesellschaft trägt, die dann den politischen Prozess aufhalten können. Und eine Frage spricht genau dazu. Es wird gefragt, immer wieder hört man als Argument gegen die höhere Vermögensbesteuerung, das Argument, das meiste Vermögen sei doch in Betrieben gebunden und müsste deswegen für Investitionen verfügbar sein, damit Arbeitsplätze erhalten bleiben und nicht verloren gehen. Kannst du dazu was sagen? Unbedingt. Da gibt es nämlich eine wunderbare, tatsächlich auch sehr lesbare Studie von Florian Fastenrath und anderen, die heißt Why is it so difficult to tax the rich? Warum ist es so schwer, die Reichen zu besteuern? Und da wird das aufgemacht, warum, woran scheitert es? Und mitunter hat die Lobby des großen Geldes einen Narrativvorsprung von was, 40, 50 Jahren. Die hießen ja früher, die Familienunternehmen hießen ja früher Klein- und Mittelstandsunternehmen. Aber das ist nicht so sexy. Da denkt man nicht an den Bäcker nebenan. Da hat man nicht dieses automatische Reframing im Kopf. Bei Klein- und Mittelstand, das ist schon viel größer als der Bäcker nebenan. Viel, viel größer. Und das nächste, was sie gemacht haben, okay, ist Familienunternehmen, sympathisch, nicht wahr? Niemand wird was gegen die Familie sagen. Sie schaffen die Arbeitsplätze. Ja, aber jetzt mal kurz aufpassen. Der Staat ist der größte Arbeitgeber im Land. Danach kommen die kirchlichen Träger. Und erst dann die Familienunternehmen. Nur mal, um diese Hackordnung ein bisschen zu regulieren. Und das andere ist, niemand sagt, dass nur weil Vermögen in einem Unternehmen gebunden ist, erstens Dividenden und Ausschüttungen an AktionärInnen beweisen ja das Gegenteil. Offensichtlich ist große Liquidität vorhanden. Aber das andere ist, die Eigentümerschaft ist ja nicht zwingend. Niemand zwingt einen Unternehmer, sein Unternehmen auch als Eigentum zu besitzen. Das Unternehmen kann zum Beispiel auch sich selbst gehören, wie in der Idee des Verantwortungseigentums, was dazu führt, dass man eine ganz andere Art und Weise hat, wie die Macht und das Vermögen in diesem Unternehmen strukturiert sind. Dass man es auch nicht einfach verscherbeln kann an den bestbietenden Multimillionenkonzern. Dass man es nicht vererben kann, nur weil man sich einbildet, dass man irgendwie dynastische Vorherrschaftsrechte hat. Das heißt, es wird immer so getan, als wären diese Dinge unverrückbar, unveränderbar, als gäbe es keine Alternativen. Oder das ist ja auch dieser berühmte Ausspruch, There is no alternative, das Tina-Syndrom, es gibt keine Alternativen.
Das ist Quatsch. Natürlich gibt es Alternativen zu allem, immer. Und wenn man jetzt sagt, okay, Vermögen in Unternehmen, erstens, es gibt immer Freigrenzen, so damit kleine Unternehmen und Betriebe ausgeschlossen werden von Vermögensbesteuerung. Das nächste ist, in der Regel sind sie so klein, dass man die Vermögensbesteuerungsmodelle, dass sie aus Kapitalerträgen bezahlt werden können. Das heißt, das Unternehmen muss nicht einmal in die Substanz. Und wieder das nächste ist, selbst wenn es der Fall sein sollte, kann man es durch Kredite, das ist das kapitalistischste Mittel überhaupt, mit Geld umzugehen, oder aber mit stillen Beteiligungen durchaus andere Wege finden, wie man das macht. Also es ist ja nicht so, als wäre es unmöglich. Und ich glaube, es ist wichtig, sich, also da gibt es ein, beim Netzwerk Steuergerechtigkeit gibt es, glaube ich, da eine richtig gute Liste, aber auch bei der Finanzwende, von Gegenargumenten und wie man das entkräften kann, was da einem entgegenschlägt, ganz oft an den Versuchen, das zu verschleiern. Du hast schon mehrfach selber auch gesagt oder darauf hingewiesen, dass du eben sehr privilegierte Zugänge hast. Und eine Frage, die hier noch im Chat steht, ist, wie können wir es erreichen, dass sozusagen Aktivismus immer mehr, viel mehr bei den Nicht-Betroffenen ankommt? Also wie hast du da noch weitere Ideen zu? Ja, das ist tatsächlich sehr wichtig, dass man die politische Partizipation, das ist ja nicht nur eine Frage von, habe ich Lust, auf die Straße zu gehen, sondern auch, welche Möglichkeiten stehen mir offen, dass das so niederschwellig wie möglich gestaltet wird, ist wahnsinnig wichtig. Da sind alle Menschen, die sich politisch beteiligen, in diesem vorpolitischen und nicht parteipolitischen Raum gefragt, das auch herzustellen und dafür zu sorgen, dass zum Beispiel, also wenn ich jetzt bei TaxiNow bleiben möchte, wir sind ein Verein. Jeder und jede kann bei uns Mitglied werden, wenn er oder sie das möchte. Niemand ist da ausgeschlossen. Man muss nicht vermögend sein, um bei TaxiNow Mitglied zu sein. Man muss sich ein bisschen wappnen, weil wenn man viel mit Vermögenden, und die meisten von uns sind Vermögen, zu tun hat, wir sind schon ein mühsamer Haufen. Ja? Also wir sind vielleicht ganz lieb manchmal oder wollen es auch sein, aber wir sind auch privilegierte Menschen und uns gewöhnt, privilegiert zu sein. Und das bedeutet, dass es auch, das kann auch mühsam sein. Ich will das nicht kleinreden. Und jeder Mensch, der bei uns Mitglied wird, wie das im Verein so üblich ist, zahlt man ja Mitgliedsbeiträge, kann selbst wählen, welchen Mitgliedsbeitrag er oder sie zahlt. Also allein schon da, dass man ansetzt und so sagt, es darf nicht darum gehen, Menschen reinzuholen und erst wieder den Zugang über Geld zu regeln. So, das ist eine Möglichkeit, indem die Gruppen, die man bildet, zum Beispiel eine Graswurzelgruppe oder so, so gestaltet, dass alle Menschen sich dort wohlfühlen dürfen. Dass man zum Beispiel auch nicht davon ausgeht, dass Menschen sich bestimmte Reisekosten leisten können, dass Menschen sich bestimmte Verpflegungskosten, sagen man sagt, man trifft sich immer auf einen Kaffee und die Person kann schon nach dem zweiten Kaffee im Monat vielleicht nicht mehr überlegen, kann ich zu diesem Treffen, weil ich diesem Konsumzwang unterworfen bin, nicht mehr vielleicht, dass man diese Fragen überdenkt und dass man dann gemeinsam, nämlich mit den Menschen, die man versucht anzusprechen auch, die vielleicht sonst ausgeschlossen werden, Möglichkeiten findet, das partizipativer und inklusiver zu gestalten. Es ist aber auch wichtig, dass Menschen wie ich zum Beispiel mit dem privilegierten Medienzugang dann auch anbieten, wenn ich zum Beispiel wo eingeladen werde, auf ein Podium zu sagen, hey, wollen Sie nicht vielleicht auch mit einem Menschen von Hashtag Ich bin armutsbetroffen sprechen? Weil diese Menschen haben ganz wichtige politische Forderungen und sind ganz und gar unterrepräsentiert in dieser Debatte. Und dass ich sozusagen dass ich das nutze, darauf hinzuweisen, es gibt andere Leute auch. Und diese Leute sind wichtig und diese Leute sind gut und diese Leute sind fähig. Also da gibt es die unterschiedlichsten Mittel und Wege, wie man das machen kann. Und das, was mir persönlich nochmal so, wenn es so darum geht, was mir am Herzen liegt, den Leuten dann zuhören und ihnen auch den Mut und die Hoffnung geben, soweit man das kann, oder Mut und Hoffnung teilen, soweit man das kann, dass man das gemeinsam hinkriegt. Dass es nicht immer der große Wurf sein muss. Es muss nicht der Auftritt in der Talkshow sein. Das ist vielleicht auch gar nicht so ein Riesenimpact. Aber dass es schon bedeutsam ist, wenn man zum Beispiel, wie bei Hashtag Ich bin armutsbetroffen, sich in diesen Gruppen organisiert, sich mal austauscht, mal hingeht zu einer Kundgebung und sei es nur, um aus der Ferne mal zu gucken und zu lernen, das gibt einem was, das kann was und es gibt die Möglichkeit, etwas zu verändern und man ist wertvoll und man wird gebraucht. Diese Gesellschaft besteht aus uns allen, wir brauchen alle einander. Und je mehr Respekt wir da hineingehen, umso besser können wir das hinkriegen. Respekt allein reicht jetzt nicht. Es braucht auch politische Maßnahmen, vor allem auch was die Verteilung angeht, damit die Ressourcensituation von Menschen nicht bestimmt, welche Partizipationsmöglichkeiten sie haben. Aber wo jede einzelne Gruppe es machen kann, sollten wir uns an die eigene Nase fassen und schauen, okay, wie kriegen wir das so hin in unserer Struktur, dass wir so viele Menschen wie möglich unabhängig von ihren Ressourcen einladen, dass wir das behutsam ansprechen, wenn wir wissen, das ist jetzt ein Thema, weil man vielleicht mal zu einer Demo fahren will und wer kann sich das leisten und dass man darüber nachdenkt, vielleicht das ein gemeinsames Budget aufzusetzen und solche Sachen. Ne?
Also das sind so Dinge, die mir spontan dazu einfallen. Eine wichtige Frage. Und ich kann beileibe nicht alles dazu sagen, was es dazu zu sagen gäbe. Ich bin sicher, es gibt urviel, was dazu noch zu sagen wäre, das ich einfach gerade nicht am Schirm habe. Aber ich bin sicher, da gibt es auch bei den Menschen, die hier sind, sehr viel Erfahrungsexpertise auch. Und man kann sich hoffentlich untereinander austauschen. Können die Menschen sich hier untereinander austauschen? Oder ist es nur eine Frage Chatbox? In diesem Moment ist es nur eine Frage Chatbox, aber Okay. das ist natürlich auch, du hast vorhin auch nochmal den Namen Bürgerbewegung erwähnt, das ist natürlich auch genau eines unserer Ziele, sowohl einzeln als Organisation wie auch in unserem Bündnis, dass wir sehr hoffen, dass alle auch dabei bleiben, weil politisches Arbeiten funktioniert nur durch das gemeinsame sich organisieren. Deswegen auch die Hoffnung und Bitte, dass alle, die es noch nicht sind, sich auf unseren Newsletter eintragen, weil wir wollen diese Art von Unterhaltung, die man nur schwer technisch so richtig interaktiv machen kann, auch als ein pa Teil des Weges des gemeinschaftlichen auf die Politik einwirken und gegen die Lobby des großen Geldes eben die vielen gemeinschaftlich zu setzen. Das ist nur ein Teil davon. Und ich habe aber auch noch ganz, ganz viele Fragen im Köcher, die hier kommen. Und wir werden auch, wie leider sehr oft bei diesen Veranstaltungen, es nicht schaffen, alle hier vorzutragen. Ich habe schon versucht, so ein bisschen zu clustern. Aber ich würde gerne dir noch eine stellen, auch nochmal das Demokratiethema aufgreifend, weil die Frage ist, ob das der jetzige Status quo in Deutschland und Österreich, die Vermögensungleichheit in diesem Status quo, ob die Demokratie gefährdend ist in deiner Meinung, weil sich der Vermögendenstatus weiter Teile in unzureichende gesellschaftliche Teilhabe und finanzielle Sicherheit übersetzt, während gleichzeitig ihr Vermögenden immer vermögender werdet. Ist das sozusagen die Quintessenz des Demokratieproblems? Ja, mitunter. Also ich würde nie sagen, dass es immer nur eins ist, aber ja, das ist ein Riesenthema. Diese horrenden Privatvermögen, dieser Überreichtum ist in sich selbst ganz grundsätzlich antidemokratisch, weil er unterwandert die Tatsache, dass Macht durch Demokratie anders verteilt wird als eben in diesen paar privaten Händen oder übermäßig in diesen paar privaten Händen. Und ja, dass die Ungleichheit immer schlimmer wird. Das treibt, also das ist, gießt Öl ins Feuer. Das ist auf jeden Fall der Fall. Und dazu kommt, dass besonders auch in der überreichen Klasse, da gibt es ja kein Klassenbewusstsein, die glauben, sie sind einfach nur an der Spitze der Gesellschaft. In Wahrheit sind sie am Rand. So. Und dort sind unglaublich starke Entsolidarisierungseffekte am Laufen, was nichts anderes heißt, dass diese Leute sich nicht mehr als ein Teil der Gesellschaft begreifen. Eben, sie glauben, sie sind an der Spitze on top of things. Sie überblicken alles und stehen drüber. Und es ist die gefährlichste Parallelgesellschaft, die Deutschland und Österreich, was das betrifft, haben. Weil es ist die bestausgestattete Parallelgesellschaft. Die Entsolidarisierungseffekte sind stark. Man bildet sich einen parallelen privaten Weg durch die Bildung, also mit Privatschulen, Privatunis und so weiter und so fort. Ein paralleles privates Gesundheitssystem flutet Städte mit SUVs und bildet sich gleichzeitig ein, dass man das alles immer selbst aus sich selbst heraus geschöpft und geschafft hat, wenn in Wahrheit ohne die demokratische Öffentlichkeit, ohne die demokratische Gesellschaft und ohne öffentliche Infrastruktur nichts von alledem möglich wäre. Die sind hoch angewiesen auf die gesamte Gesellschaft, leugnen aber diese Wechselwirkung und wollen alle Rechte und keine Pflichten. Das ist natürlich sehr überspitzt formuliert. Aber ganz ehrlich, ich habe schon den Eindruck, dass das in der aller Regel zutrifft. Und das ist eigentlich etwas, was dringend abgefangen werden muss von der demokratischen Öffentlichkeit, aber auch von der Gesetzgebung. Das darf man nicht zulassen. Und wäre diese Minderheit nicht überreich und vor allem mehrheitlich weiß und autochthon, was das betrifft, also in Deutschland oder in Österreich geboren und hätte irgendwie diesen, so als hätte man eine Art Anspruch dann auf das Dasein, sondern hätte zum Beispiel Migrationsgeschichte oder wäre mehrheitlich weiblich oder non-binär oder queer oder whatever, dann wäre diese Minderheit plötzlich in einer ganz anderen Position. Dann würde gegen die ganz anders vorgegangen werden. Und das Beispiel, das mir dazu sofort einfällt, da habe ich nur leider die Zahlen aus Österreich, nicht aus Deutschland, aber es dürfte sich ähnlich spielen in Deutschland. In Österreich
gibt es immer einen Aufschrei, wenn es um Sozialbetrug geht. Die großen bösen Sozialschmarotzer und so weiter. Da gibt es einen coolen Satz von Daniela Bodessa, oberösterreichische Armutsaktivistin, die gesagt hat, wenn die soziale Hängematte so toll ist, dann legt sie euch doch selber rein. Oder ich habe es jetzt nicht super, es steht auf ihrem Twitter-Account, schaut sich das lieber an. Aber ich finde ihre Arbeit sehr, sehr schwer beeindruckend. Auf jeden Fall Sozialbetrug, oder? Da sagt man, in Österreich geht dem Bund im Jahr circa 20 Millionen verloren an Euro. Und dann gibt es einen großen Aufschrei, weil in Österreich sind 20 Millionen sehr viel Geld. Wir sind nur 8 Millionen Menschen. Aber da wird auch nicht differenziert zwischen echten Betrugsfällen mit einem Gerichtsverfahren und aber auch so Fällen, wo diese unglaublichen Formulare, die man ausfüllen muss, diese Anträge und was weiß ich, auf Transferleistungen, die einem zustehen in einem Sozialstaat. Ja, das ist ja kein Almosen, sondern das ist eine berechtigte Finanzleistung, die der Staat zu leisten hat. Ja, da füllt man was vielleicht falsch aus oder verdient dann plötzlich, keine Ahnung, 30 Euro mehr, da muss man 20 zurücküberweisen oder sonst was. Das wird auch subsumiert in diese 20 Millionen. Und das passiert nicht selten, weil das sind urkomplizierte Formulare. So, 20 Millionen Aufschrei. Gleichzeitig, der Durchrechnungszeitraum für diese Zahlen ist 2021. Gleichzeitig gehen Österreich jährlich und eben Durchrechnungszeitraum, aber das ist circa die Summe, die wird höchstens höher, 734 Millionen verloren durch Steuerhinterziehung, Steuervermeidung, Steuerraub. Da wird auch nicht differenziert zwischen etwas, wo jemand eine Steueroptimierung, so nennt man das unter Überreichen, wenn man so wenig Steuern wie möglich zahlt, vornimmt, oder wenn man ganz aktiv Steuer vermeidet und Steuerflucht betreibt. Aber 734 Millionen kriegen keinen Aufschrei. Und da zeigt sich sehr genau, manchen Menschen schnüffelt man bis in die letzte Schublade hinterher und neidet ihnen die zweite Zahnbürste, unterstellt ihnen das sogenannte Sozialschmarotzertum, eine reine Entwertung, die überhaupt keinen Inhalt widerspiegelt. Und die Menschen, die von allem profitieren, was sich in ihren Gewinnen und ihren Vermögen niederschlägt, das sieht man ja dann auch, die sind unantastbar. Die darf man nicht kritisieren. Und da gibt es einen Satz von, ich glaube Voltaire, aber es ist mir wurscht von wem, weil ich finde ihn sehr passend. Wenn man wissen will, wer einen beherrscht, muss man sich fragen, wen man nicht kritisieren darf. Das ist, glaube ich, ein schönes Schlusswort. Wir sind schon ein klein bisschen über der Zeit und müssen deswegen leider hier zum Schluss kommen. Ich danke dir ganz herzlich, Marlene. Es ist wie so oft, die Konversation wird gerade wird immer besser und man bekommt Lust, eben genau die knapp 100 Leute, die jetzt noch hier sind, noch mit reinzunehmen. Das schaffen wir heute nicht mehr, aber wie gesagt, das ist ein Anfang einer Unterhaltung. Und das, was du gerade für Österreich erzählt hast, das steht jetzt auch nochmal in einer Kurzversion für Deutschland, in einem zumindest in der Tweet-Version auch nochmal im Chat, wen es interessiert. Und herzlichen Dank dir, Marlene. Ich kann nur aus eigener Erfahrung sehr empfehlen, das Buch zu lesen. Das ist auch sprachlich ein wirklich lesenswertes Buch. Und wir werden auf jeden Fall gemeinsam mit Tax Me Now und Netzwerk Steuergerechtigkeit weiter dafür uns einsetzen, dass die Privilegien der Superreichen im Steuersystem abgeschafft werden und haben da in der Tat auch schon nächste Woche weitere gemeinsame Pläne als Netzwerk. Insofern allen einen schönen Abend für heute und dann ein gemeinsames Werkeln und Arbeiten und Sprechen über Reichtum, über Armut, über Demokratie und die Möglichkeit. Und das ist, glaube ich, ein sehr schöner Endsatz in deinem Buch. Jetzt muss ich ihn nur kurz noch mal finden. Das gute Leben ist das, was wir daraus machen. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass wir gemeinsam ein gutes Leben daraus machen, in dem Steuergerechtigkeit dazu führt, dass wir uns das auch als Gesellschaft leisten können. Herzlichen Dank. Vielen lieben Dank, an alle und dass ich da sein durfte.